Was landet heute alles wieder auf meinen Teller? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir hier auf YouTube. Ja, Intro ist immer noch da. Also ich würde sagen, wir sind noch hoch motiviert. Ist total geil. Ich möchte heute wieder machen, What I Eat in a Day. Also mal zeigen, was ich heute wieder so alles esse. Eigentlich stand ja Blumenkohl auf dem Speiseplan. Aber die Woche war ein bisschen anders. Das Chili hat nicht für 2 Tage gereicht, sondern für einen Tag, weil wir das dann an einen Tag gekillt hatten. Waren aber natürlich alle noch in unserem Defizit gewesen. Und ja, deswegen sind die Nudeln auch teilweise weggefallen. Und deswegen sagen wir, heute gibt es Nudeln. Und was gibt es da Besseres als eine schöne Lasagne? Ich meine, das sind Nudeln, das ist Tomatensauce. Und ich mache eine Protein-Lasagne quasi draus. Eine Protein-Lasagne klingt ja so ein bisschen, ja, was ist das? Die Bechamel-Soße darf natürlich nicht fehlen und deswegen kommt in diese mein Total Protein geschmacksneutral mit rein, um quasi noch ein bisschen Proteine zu sammeln und das wird natürlich richtig lecker schmecken. Und wie ich das mache, zeige ich euch natürlich nachher wieder in einem Short. Ich werde den Link von den Short quasi unten in der Beschreibung verlinken. Ja, ansonsten schauen wir mal, wie wir jetzt den Tag so gestalten. Wir waren jetzt schön spazieren. Und nach dem Spaziergang heißt es dann quasi immer Fasten brechen. Und wie schon mal gesagt, mein Fastenbrechen ist mein Clear und ich trinke es ultramäßig gerne. Und meine liebste Sorte ist Mango mit Honigmelone gemixt. Also ich mixe mir da zwei Sorten zusammen und die sind so fantastisch. Ich liebe die. Die sind bisher mein purer Favorit. Ja, wo sind heute eigentlich so die Schwachstellen? Es ist ja Wochenende bei mir und das ist dann so ein bisschen. Da will man eigentlich liegen bleiben, keinen Bock haben, sich zu bewegen, weil man muss ja da nicht raus, man muss keine Kinder wegbringen, man muss nicht einkaufen etc. pp. Deswegen ist das so, ja, ein bisschen mehr mit Zwang verbunden. Und dem entgegenzuwirken, haben wir jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt frühestens mal raus, dann müssen wir sowieso raus, uns bewegen, das ist schön und ja, machen wir das so. Nächste Manko ist, mein Mann hat Spätschicht und mit Sport und so ist das dann immer so die Sache, weil ich es gerne abends mache. Hab mir aber angewöhnt, dass ich das quasi dann im Wohnzimmer mache, sonst mache ich es ja immer alleine. Und die Kinder beschäftigen sich halt irgendwie anders. Meine Kinder sind 4 und 7, da funktioniert das eigentlich ganz gut. Und was mache ich als Sport? Tanzen. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ich tanze ultramäßig gern. Ich kann euch ja mal auch die Playlist reinschicken, zu der ich gerne tanze. Es ist mein Favorit. Ansonsten schaut einfach auf meinen Kanal, da habe ich ein paar Playlists auch schon reingestellt. Wenn ihr euch inspiriert fühlt, macht's einfach und wenn ihr Songvorschläge habt oder Links, packt es einfach in die Kommentare mit rein. Es kann jedem helfen. Gemeinsam ist es immer noch schöner und Tipps teilen oder schöne Playlist ist natürlich auch eine ganz feine Sache. Wir lieben alle Musik. Ja, aber jetzt ist schon Zeit, Mittagessen zu machen. Mein Fasten habe ich gebrochen. Es soll ja die Lasagne geben und die machen wir jetzt. Und ich zeige euch dann quasi so den Zwischenstand und am Ende das Endergebnis. Und was es zum Abendbrot gibt, ja, das steht ja noch auf dem Plan.
schön auch was mit dem Lego, ja? Ton ist leider abgekackt wegen dem Wind, aber ein Tipp von mir, wenn ihr schaukeln wollt und euer Arsch ist einfach zu fett, dreht einfach die Schaukel rum, dann passt ihr rein und so könnt ihr auch eine Runde mit schaukeln. Also funktioniert super. Ich hatte lange überlegt, was ich mir zum Armbrot mache, aber dann dachte ich mir, ey komm, du hast noch Tomaten, du kannst sie machen. Und ich war eigentlich nie so wirklich ein Tomatenfan, das kam so erst mit den Jahren, aber jetzt könnte ich mich manchmal reinlegen. Aber nicht pur, nein, 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 nein. Entweder muss eine Stulle dazu sein oder es muss Bruschetta sein, also gut, es ist ja eine Stulle, aber halt irgendwas mitgemixt und dann funktioniert die Sache eigentlich ganz gut. Und ich dachte mir, okay, du hast Mozzarella noch und Eier hast du auch noch, machst du dir ein schönes Sandwich. Dafür habe ich die Bämme erstmal schön mit Öl besprüht, so 2 Kalorien Öl ist das und ein bisschen gewürzt und dann ab in den Toaster geschmissen. Eine Avocado hatte ich noch im Kühlschrank halt liegen gehabt und da dachte ich mir, okay, eine Hälfte kannst du benutzen, die andere machst du für einen Avocado-Eiersalat, aber heute nicht, sondern nächste Woche. Ein bisschen Brunch, Balance drauf geschmiert. Dann die Avocado draufgepackt, ein bisschen Topping drüber, damit das Ganze noch ein bisschen nach was schmeckt. Die Tomaten durften dann natürlich auch nicht fehlen. Ein bisschen Mozzarella noch drauf, der Rest ist dann für meinen Mann oder für morgen oder was weiß ich. Dann ein schönes Spiegelei drauf und dann war die Sache eigentlich schon ganz geritzt. Dazu gab es dann halt noch einen schönen Tomatensalat, den habe ich dann schön gekillt und dann war das Abendessen eigentlich schon richtig perfekt. Und es sieht wirklich himmlisch aus. Also, Essen war super, hat geschmeckt, Brot war gut. Die andere Hälfte hatte ich mir dann quasi einfach nur noch so mit Tomaten belegt und genüsslich in die Soße von den Tomaten reingetunkt. Ja, jetzt heißt es quasi noch ein bisschen Kinder bespaßen. Wir waren tatsächlich vorhin noch draußen. Und ja, dann heißt es nachher noch eine halbe Stunde Sport. Meine 10.000 Schritte habe ich bereits erreicht, dadurch, dass wir vorhin halt nochmal draußen waren. Die Kinder waren Eis essen, ich bin fröhlich dahergedackert. Ich habe damit kein Problem, weil ich halt nicht so, ich bin halt nicht so die Süße. Ich mag es halt wirklich gerne herzhaft. Also wenn jetzt jemand Pommes neben mir isst, ist das für mich viel schlimmer, als wenn jemand ein Eis daneben mir nascht. Also von daher, ja, Wetter hat ja super gepasst heute. Ich trinke quasi heute nur noch meinen More Clear und dann ist der Tag eigentlich schon beendet. Und es hat gar nichts gefehlt. Also das Mittagessen hat enorm lange gesättigt. Ich habe vorhin noch mal ein Stück von der Nudel, also von der Lasagne genascht. Dann hatte ich halt meine 2 Brote, den Tomatensalat konnte ich schön killen, also ganz viel war das dann im Grunde genommen. Mein Moklier 2-mal gehabt, 1-mal Quark und eine schöne Waffel. Und 1A, top gesättigt und es fühlt sich natürlich irgendwie gar nicht wie Diät an. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, war top. Ich tanze jetzt noch eine Runde. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, am Montag sehen wir uns ja dann wieder, also quasi morgen. Dann heißt es nämlich wieder einkaufen. Also bis dahin, macht's gut und bleibt tapfer. Ich weiß, ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich tatsächlich. Also haut rein.